Bereits seit vielen Jahrzehnten ist der Oberalppass im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. Gelegen am Alpenhauptkamm verbindet er die Ortschaften Sedrun im Kanton Graubünden und Andermatt im Kanton Uri. Die Straße ist seit jeher eine reine Sommerverbindung und im Winter für den Verkehr gesperrt. Die parallel verlaufende Eisenbahnlinie ist dagegen ganzjährig geöffnet. Und seit 2018 gibt es mit der Seilbahn vom Oberalppass auf den Schneehühnerstock nun auch eine weitere ganzjährige Verbindung zwischen Sedrun und Andermatt. Doch dem Bau der Seilbahn geht eine lange Geschichte voraus. Die bestehende Eisenbahnverbindung ermöglicht es, dass ab dem Winter 1959 ein erster Schlepplift auf dem Oberalppass betrieben werden kann. Auf Urner Seite ist ein gutes Stück unterhalb der Passhöhe zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten der Gurtenschlepplift am Nätschen in Betrieb, seines Zeichens die erste Aufstiegshilfe in Andermatt. Zu Beginn der 1960er Jahre folgen dann sowohl in Andermatt als auch östlich der Passhöhe nahe Sedrun zahlreiche Erweiterungen für den Skisport. Der Schlepplift am Oberalppass bleibt jedoch bis in die 1980er Jahre hinein isoliert von den restlichen Aufstiegshilfen. Ab 1980 ist eine Verbindung über den steilen Schlepplift Wall-Wall in das Skigebiet von Sedrun möglich. In die andere Richtung geht es ohne Eisenbahn, aber erst 8 Jahre später mit 2 neuen Sesselbahnen. Eine Verbindung mit Andermatt auf der anderen Seite des Passes ist jedoch auch während der folgenden Jahrzehnte nur mit dem Zug möglich. Nach der Jahrtausendwende bewegt sich der Tourismus in Andermatt immer mehr in eine Krise, sodass mit dem ägyptischen Investor und Tourismusentwickler Sami Saviris ein Anlauf für ein umfangreiches neues Konzept gestartet wird. Ein Teil des 2009 gestarteten Bauprojekts sieht die Verbindung der beiden Andermatter Skigebiete am Gemsstock und am Nätschen mit Sedrun und Disentis vor. Nach langwierigen Verhandlungen kann das Konzept ab 2016 schließlich mit den ersten neuen Seilbahnen in die Realität umgesetzt werden. Am Oberalppass entsteht im Bereich des allerersten Schlepplifts von 1959 eine Sechsersesselbahn, im Jahr darauf folgen weitere Anlagen am Nätschen. Gleichzeitig beginnt der Bau des eigentlichen Verbindungskerns über den Schneehühnerstock. Eine Sesselbahn bindet den Andermatter Teil an, eine Kabinenbahn den Oberalppass und damit das Skigebiet von Sedrun. Letztere Anlage stammt aus der Feder der Firma Leitner und wird mit 10-plätzigen Kabinen der Firma Sigma bestückt. Sie überwindet auf einer Streckenlänge von 1,7 Kilometern rund 550 Höhenmeter und kann so 2000 Personen stündlich zu der 2600 Meter hoch gelegenen Bergstation unterhalb des Schneehühnerstocks befördern. Für Wiederholungsfahrten im oberen Teil durchfahren die Kabinen die Zwischenstation Platte, an der allerdings keine Sektionentrennung vorliegt. Angetrieben wird die Anlage von der Bergstation aus, die hydraulische Abspannung erfolgt im Tal. Die Seilbahn ist übrigens nicht die erste am Schneehühnerstock. Bereits ab 1961 wird die Strecke von einer heute noch bestehenden Kleinpendelbahn bedient. Diese ist seinerzeit aber ein streng geheimer Teil der Gotthardfestung und ausschließlich für militärische Zwecke in Betrieb. Heute fällt sie neben der neuen Kabinenbahn nur noch bei genauem Hinsehen ins Auge. Doch sie erzählt noch immer einen Teil der langen Geschichte bis zur Eröffnung der Verbindung zwischen Andermatt und Sedrun.